wundervollen guten Morgen, digitale Marken. Herzlich willkommen aus Berlin. Herrlichsten Sonnenschein haben wir hier wieder am Start. Mission Frühaufstehen läuft auch. Heute Morgen um 7 in den Tag gestartet. Schon Video geschnitten, Video hochgeladen, Stuff erledigt, Interview vorbereitet. Nice. Denn jetzt kommt der liebe Nick vorbei. Super Typ, gestern auf der DNX schon ein bisschen mit ihm gequatscht. Nick ist weltreisender Globetrotter, in den letzten 6 Jahren in 60 Ländern bereist, in 6 Ländern gelebt. Und wo kommt er heute her? Aus Berlin. Aber Leute, habt ihr das mitbekommen? Ich habe gerade den Workshop, die Aufzeichnung vom Workshop von gestern zum Thema YouTube, Schritt für Schritt zum eigenen YouTube-Kanal, habe ich hochgeladen. Bei der DNX habe ich fast eine Stunde, obwohl eigentlich eine halbe Stunde eingeplant war. Ich habe natürlich fett überzogen, aber es war sehr, 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 sehr nice. Kam auch eine ganze Menge Fragen. Also wenn ihr noch am Anfang steht und euch fragt, so, wie lege ich da eigentlich los? In dem Workshop ist eine ganze Menge drin. Link ist hier, angucken, kostenlos, for free, lernen, geil. Da klettert der Weltreisende hoch. Grüß dich, mein Morgen, Alter, komm rein. Kann ich? Nick, ist es dein allererster grüner Smoothie deines Lebens? Von dir ja. Oh. Von dir ja. Also ich glaube, ich habe schon mal ein, zwei getrunken, aber durch deine Vlogs, die sind immer so schmackhaft. Kann man diese Blütenblätter auch essen? Ja. Schmeckt nach Pflanze. Schmeckt gesund. Jetzt wirst du grün. Herrlich. Herrlich. Ja, hab ich wunderschön, Nick. Vielen lieben Dank. schon, wann haben wir den Termin ausgemacht? Vor einem Monat oder sowas? Meintest du schon, ich will einen Smoothie haben, wenn ich komme? Von gestern so rum, gar nicht so heute. Ja. Ja. Ich meine, wenn dieser Smoothie nicht da steht, ich drehe rückwärts um und gehe wieder aus der Ja, sehr gut. Vielen lieben Dank. Die läuft. Und hier. Testing 2 for the one. Ja, dann ist alles im Video. Du musst, alles im Video. Verdammt, oh nein! Du musst okay. Outtakes machen danach. Ja, stimmt. Nein, komplettes Outtakes-Video. Boom! Das war richtig, richtig, richtig gut. Alle, die ganze Crowd hier gerade am Zugucken, es ist komplett ins Schwitzen gekommen, weil Nick ausgerastet ist. Das war ein Traum, es war richtig stark. Für alle, die jetzt sagen, so, wer ist das hier eigentlich, der hier so mit sitzt? Magst du dich so in 2,5 Sätzen kurz einmal vorstellen und sagen, wer du bist und was deine Projekte sind? Nick Martin, leidenschaftlicher Weltenbummler, wie man mich öfters mal beschimpft. Also ich bin seit 6 Jahren dabei, durch die Welt zu reisen und ja, eigentlich mein Leben zu leben, wie ich mir das vorstelle. Und bin da richtig motiviert, gerade meine Dinge voll durchzuziehen. Bin jetzt seit 5 Tagen wieder in Deutschland und bin jetzt ein paar Monate hier. Projekte sind im Moment am Start, dass ich mein E-Book, also mein Kochbuch für Backpacker noch ein bisschen mehr auf den Markt schreie. Und ja, ich habe im Moment ein fettes Projekt am Start, Deutschlandtour. Die geilste Lücke im Lebenslauf, 6 Jahre Weltreisen, wo ich dabei bin von meinen komischsten, lustigsten, verrücktesten, aber auch emotionalsten Geschichten von meinen ganzen Weltreisen, die ich seit 6 Jahren mache, erzähle mit Video und mit mit Video und Bildern. Mhm. Und müsst ihr hingehen. Es wird richtig geil. Also die Premiere habe ich in Berlin, 8.6. Leider schon ausverkauft, aber wie gesagt, heute geht es noch weiter, ein paar Locations zu scouten. Mhm. Obwohl, das wird auf YouTube wieder ausgestrahlt, ne? Mhm. Okay, Shoutout an alle Geil. Leute. Pass auf, ihr könnt mir übelst helfen. Ja. Wie gesagt, es sind im Moment, guckt mal auf Facebook, 6 Jahre Weltreisen, die geilste Lücke im Lebenslauf. Links oben drin. Die Leute gehen übelst ab, ich habe null Werbung gemacht, gar nichts, aber ich habe irgendwie über 7000 Interessenten und 800 Zusagen und die Leute sagen, oh, wann kommst du nach Köln, wann kommst du nach Halle, wann kommst du nach Leipzig, irgendwo hin. Wenn ihr das seht und ihr seid in einer Stadt, wo ihr sagt, boah, cool, das wird hier echt gut laufen, schreibt dem Robert mal einen Kommentar und du gibst mir das irgendwie weiter, wenn ihr sagt, wir haben eine coole Location, wo man, keine Ahnung, vielleicht so 200, 300, 400 Leute reinbringt, schreibt ihm mal einen Kommentar. Und dann würden wir das irgendwie so hinbekommen, dass ich auch in eure Stadt komme. Und ich habe voll Bock drauf. Und wie gesagt, das läuft saugut an. Und ich bin super happy. Und mein Orga-Team wird mich dafür hassen. Nämlich die dürfen das dann alles organisieren. Aber ich helfe dir natürlich. Ja. Und es wird richtig, richtig cool. Geil. Also wenn ihr sagt, ihr wohnt in Buxtehude und kennt 197 weitere Freunde, die auch nichts sehen wollen, dann machen wir das. Ja, auf jeden Fall. Geil. Frage Nummer 1. Wenn du so in dich gehst und guckst, so was für Eigenschaften du auf deiner bisherigen Reise, in deinem bisherigen Leben so für dich verinnerlichen konntest, was ist so eine Nick-Martin-Eigenschaft, die, wenn du die jedem jungen Menschen, der jetzt zuguckt und sagt, er möchte gerne was Eigenes aufbauen, einpflanzen könntest und das es ihn mega weiterbringen? Oder was ist so eine Eigenschaft, wo du sagst, so 100% überzeugt, das ist ultra wichtig? Ich würde sagen, lern selber Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Hör auf, die irgendwie einreden zu lassen oder zu sagen, oh ja, ich bin jetzt in der und der Situation wegen dem und dem und dem oder in dieser Situation oder jener Situation. Hör auf, über verschüttete Milch zu weinen und sag einfach, okay, pass auf, ich bin gerade in der Situation, ich nehme jetzt immer selber hier
keine Ahnung, Besteck in die Hand. Mhm. Oder jetzt habe ich ein komisches Sprichwort. Kochlöffel in die Hand oder sonst irgendwas, richtig. Nein, und versucht selber euer Ding durchzuziehen, ohne irgendwie drauf zu schauen, was andere über euch denken oder was falsch gehen könnte. Übernehmt Verantwortung, zieht's durch und dann geht ihr Schallbergauf. Herrlich. Mach ich genau das so umgekehrt. Dann geht ihr Schallbergauf. Das läuft auf jeden Fall, wie gesagt. Übernehmt Verantwortung und das läuft. Und es läuft, geil. Wenn du mit Leuten sprichst, so, die Leute, die dir E-Mails schreiben, Leute über dein Buch und die du auf Reisen triffst, was ist eine Sache, die du immer wieder feststellst, die Menschen in den Köpfen haben, die sie unbedingt rauskriegen müssen, weil sie sonst nicht ein selbstbestimmtes, ein glückliches, ein eigenständiges Leben aufbauen können? Die Angst und Sorgen, sofort. Also wenn jemand sagt, boah, du hast ein E-Book geschrieben, würde ich auch gerne machen, aber, und dann kommen so die Gründe, und wo ich einfach sage, ey, bin ich Autor? Nein, ich hatte immer so 4 oder 5 in Deutsch damals in der Schule und irgendwie jetzt Buch auf Amazon einen Bestseller gewonnen, wo ich sage, ja, ganz ehrlich, kann auch jeder machen. Mhm. Ich meine, hört auf, Ängste zu haben und euch viel zu viel Sorgen zu machen, sondern probiert es einfach aus, geht raus. Komplett radiert es aus euren Köpfen aus, dass ihr irgendwas nicht könnt oder ihr für irgendwas nicht groß genug seid. Mhm. Jetzt zum Beispiel diese Deutschland-Tour, ich bin kein Eventmanager. Ich habe aber ich hab voll Bock drauf und dann habe ich mir halt irgendwie mal so ein Team zusammengesucht und das läuft jetzt. Weil ich es einfach mal gemacht habe, einfach mal machen, einfach mal tun, ohne sich viel zu viel Sorgen zu machen, was könnte schief laufen. Also einfach mal easy going, mach es. Just do it. So ist es. Wenn du zurückgehen könntest an den Punkt, wo du noch nicht in der Welt unterwegs warst, wo du noch fest gearbeitet hast und noch so ein ganz normaler Mensch warst und dir selbst damals einen Rat geben könntest, eine Sache so, pass mal auf, Nick, Sache ist die, was würdest du dir selbst raten, was deine Entwicklung damals nochmal beschleunigt hätte? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt so eine Zeitmaschine hätte und ich würde mich zurückbeamen zu der Zeit, wo ich noch im Büro gearbeitet hätte, dann würde ich mich jetzt so hinbeamen und ich würde mich angucken von oben nach unten und ich würde mir die Hand geben und ich würde sagen, viel Spaß auf der Reise. Geil. Also ich würde nichts daran ändern, nämlich die Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich deswegen gemacht, weil ich damals halt noch nicht so viel Wissen über diverse Dinge hatte und ich habe einfach die Erfahrung gemacht. Und ich glaube, ich könnte nicht auf dieser Tomatencouch sitzen, wenn ich, keine Ahnung, nicht so viel Scheiße damals gebaut hätte oder irgendwie was falsch gemacht hätte oder sowas. Es ist ein Prozess und von daher, ja, ich würde mir, glaube ich, einfach viel Spaß auf der Reise wünschen und die Fehler nochmal machen, die ich gemacht habe, um einfach daraus zu lernen. Mhm. Geil, das ist der Punkt, den wir auch gerade im Interview schon ganz kurz hatten, so, dass du eigentlich, dass es keinen Sinn macht, irgendwelchen Dingen hinterher zu weinen, weil alles, was bisher passiert ist, auch ins Schiefgegangen ist und an denen jetzt den Punkt gebracht hat, wenn du jetzt damit happy bist. Ja, läuft. Also kann ich jetzt nicht beklagen. Also ich würde einfach nur sagen, weg, viel Spaß. Enjoy it. Geil. Magst du eine Ressource empfehlen, die dich echt weitergebracht hat, sei es ein Buch, sei es ein Event, sei es ein YouTube-Kanal, sei es ein E-Book, irgendwie sowas? Eine Ressource, wo du sagst, das sollte sich jeder reinziehen? Hast du da was? Also ich habe das ein oder andere Buch, wo ich sage, das könnte einen weiterbringen, aber das kommt auch immer darauf an, wie weit man schon ist. Oder? Mhm. Also klar, ich meine, ich habe damals das Secret gelesen und ist ja auch so, ja, aber das ist so ein bisschen hier so spirituell und so weiter. Wo ich mir aber denke, lest euch mal 2, 3 Bücher durch und versucht da mal so ein bisschen zwischen uns sein zu lesen. Mhm. Und es gibt die Pyramide der Wahrheit, wo alles erstmal ein bisschen schlecht geredet wird. Und wenn man danach das Lola-Prinzip liest und man merkt, okay, es geht alles hier um so ein bisschen, um es loszulassen, um nicht so viel Stress zu machen, dass es um Aktion, Reaktion geht oder auch um Liebe, so die beiden Bücher in Kombo, also die Pyramide der Wahrheit und danach das Lola-Prinzip von René Eli. Die beiden, also das habe ich vor langer, langer Zeit gelesen und das hat bei mir immer so einen Klick gemacht, wo ich mir gedacht hätte, okay, und dann, ja, hat es mich immer hier hingebracht. So, geil. Letzte Frage, was ist die beste Quelle, um mehr von dir zu erfahren, wenn man jetzt sagt, so, Nick, mach einen sympathischen Eindruck, da will ich dranbleiben. Wo soll man vorbeichecken? Also im Moment bin ich ein super voller Blogger auf Travel Echo. Okay. Das heißt, da könnt ihr ein paar Stories lesen und ich habe es eigentlich vor, noch ganz, ganz viel Content von meinen Weltreisen reinzuhauen. Mhm. Aber aktuell muss ich sagen, ich habe so Bock drauf auf meine Tour und da bin ich vor Ort. Da könnt ihr mich live sehen, indem ich mich verspreche und spitz und lustige, komische Situationen spreche. Okay. 6 Jahre Weltreisen, die geilste Lücke im Lebenslauf auf Facebook. Mhm. Aber die Infos gibt es dann auch auf meiner Homepage, Travel Echo. Okay. Und da gibt es auch das E-Book und da gibt es auch ganze Links zu Instagram und sonst irgendwas. Also gibt es dieses, du hast vorgestern bei dem DMX-Vortrag, hast du dein Video kurz angeteasert. Aha. Ist das auf YouTube irgendwo? Nee, das habe ich extra für den DMX geschnitten. Aber ich...
Also ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, aber der ist noch komplett im Anfang und Aufbau, wo ich mir gedacht hätte, okay, da will ich eher auch so ein bisschen Reisetipps mitgeben, aber auch so ein bisschen inspirierende Talks geben von mir, okay, also Reisen und Lifestyle im Allgemeinen. Mhm. Und ich habe einiges an Videomaterial, auch für die Show, hier Hashtag The Crazy Crab und so weiter. Also es gibt so ein paar Projekte, wo noch nicht so bekannt sind hier. Aber die Leute, die mich schon kennen, die wissen, von was ich rede. Aber die Videos selber, die werde ich wahrscheinlich auf meiner Facebook-Seite von Travel Echo draufhauen. Okay, da ist die unten drin. Genau, richtig. Genau. Und auf dem Kanal ist aber in Zukunft ein bisschen was geplant, dann verlinken wir den hier auch mal. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken und mal abonnieren und dranbleiben und so. Alles stimmt. Ja, wie gesagt, so viel im Moment zu tun und so kreativ, und ich wünschte, der Tag hätte 48 Stunden, um dann wirklich ein bisschen mehr arbeiten kann. Das ist nicht. Geil! Nick, High Five, großartiges Ding. Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Viel Freude bei der Reise weiterhin und auf jeden Fall. Spätestens in Berlin oder in Buxtehude. Oder in Buxtehude oder sonst wo. Wie gesagt, don't forget to hier rein zu kommentieren, wo ihr mich sehen wollt, wenn ihr eine Location habt. Mhm. Ich bitte euch darum, nämlich ich allein kann es nicht stemmen. Ich habe meine Freundin hinten dran und noch ein paar andere, die im Orga-Team mit drin sind. Aber ihr würdet uns wahnsinnig helfen, wenn ihr uns sagt, wo ihr mich auf der Bühne rumhabelt sehen wollt. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Richtig gut. Und auch wenn ihr jetzt sagt, so, keine Location, aber sonst, es würde auch schon auf jeden Fall helfen, wenn ihr einfach nur eure Location reinschreibt, wo ihr gerade wohnt. Und wenn jetzt herauskommt, dass 17 Leute da und da sind, dann denkst du dir so, oh, dann gucken wir mal, vielleicht können wir dort was organisieren, selbst wenn jetzt keiner einen konkreten Tipp hat oder sowas. Aber einfach mal abzuchecken, wo eigentlich Leute wohnen. Das Ding ist in Planung und das Ding wird abgehen. Ich bin voll Bock drauf. Und nice, das wird geil. Das wird auf jeden Fall geil. Ganz, ganz spontan. Wir haben das nämlich genau das gleiche gerade schon gehabt und ich habe die Kamera geworfen und ich habe das Kissen geworfen und Schauen hat die Kamera fallen lassen und das Material davon ist weg. Düdüm. Düdüm. Jetzt liege ich einfach nur und schlafe. Richtig, richtig, richtig geil. Schon ist deine Meinung? Mega inspirierend. Mega, mega, mega. Super Typ. Jetzt gibt es ein kleines Mittagessen. Restekrams. Ich bereite jetzt das nächste vor, denn jetzt in einer halben Stunde kommt nämlich Ben schon vorbei, der ebenfalls zum Interview am Start sein wird. Die 5 Fragen an ihn seht ihr dann aber erst morgen, denn wir brauchen ja jeden Tag ein kleines Mini-Interview. Außerdem war das mit Nick echt schon ziemlich, ziemlich fett. Oh, das ist überangenehm. Kurz Mittagsnap, das war gut. Ben ist auf dem Weg. Gleich geht's los. Komplett anders als geplant, so Ben war hier. Wir haben versucht, ein Interview abzudrehen, aber haben irgendwie beide gemerkt, dass wir heute nicht im Vollbesitz unserer Kräfte sind. Haben uns entschieden, dass wir das auf nächste Woche verlegen. Dann fahren wir nämlich rüber zu ihm ins ZEC. Das ist ein Zentrum, wo er nämlich gerade wohnt. Das ist in Brandenburg ein Stück raus. Außerdem ist da mega schön, da können wir bestimmt ein besseres Interview machen und haben jetzt nur so ein bisschen geplaudert. Und ich sitze jetzt wieder am Laptop und ich muss euch mal was Cooles zeigen. Und zwar, guckt euch mal das an. Kennt ihr den Blog, der heißt Schreiben wirkt? Ich kannte ihn bis vor kurzem auch nicht. Aber Paul, der Autor dieses schönen Blogs, hat mich gefragt, ob ich mit bei einem Roundup-Post über Dankbarkeit dabei sein will. Genauso wie diese 4 anderen coolen Menschen. Markus Meurer kennt er bestimmt auch. Und das Ding ist jetzt online. Und guckt euch mal an. Hier, ist gerade mal ein Stück runter. Da bin ich dabei. Zieht euch gerne mal rein. Das Thema Dankbarkeit und das Thema Dankbarkeitstagebuch führen ist ein super wichtiges. Ich hau das ja immer wieder raus, dass die 5-Minute-Journal-App für mich echt eine ganze Menge verändert hat. Guckt euch gerne auch mal an, was die anderen geschrieben haben. Ist ziemlich cool geworden. Link dazu ist unten drin. Und schreibt auf jeden Fall Paul gerne mal einen Kommentar, dass ihr von den Tomaten nochmal angekommen seid. Da freut er sich bestimmt. Es verwundert mich eigentlich, dass ich heute mich noch nicht einmal gefilmt habe, ohne auf den Knopf zu drücken. Aber das ist der absolute Matschtag. Ich bin einfach so durch, wenn man einfach wenig geschlafen hat und einfach kaputt ist und versucht konzentriert zu arbeiten, funktioniert semi. Ich habe trotzdem schon heute eine ganze Menge geschafft, das ist sehr, sehr gut, aber es fühlt sich so ein bisschen so fühlt sich das gerade an bei mir in meinem Kopf. Hier will man durch und nice. Aber heute sind noch so viele Sachen, denn morgen früh fliegen wir nämlich nach Mailand und fahren an den Gardasee und machen ein fettes Interview mit Stefanie und da stehen jetzt noch so viele Dinge an, aber erstmal muss ich einfach mal raus, guckt euch das an. Schönstes Wetter, ich war noch nicht einmal draußen. Jetzt gehen wir einkaufen und was ist? Don't you second guess me, no, no. If you can't see, go, go. I'll be doing fine by myself. Jetzt gehen wir wieder am Schreibtisch, aber nicht alleine. Fette Palette Sushi. No, no. What you can't see, no, no. You'll never make it alright. Take a leap or I'm out of sight.
Work Mode für heute check. Ach, oh, ich bin so geschlaucht. Ja, ich stehen, reden. Ach, oh, meine Fresse. Buh, das war ein intensiver Tag. Schlafmangel macht sich bemerkbar. Heute wird sogar noch kürzer. Ich muss es in den nächsten Tagen reinholen. Wahrscheinlich werde ich morgen im Flugzeug und im Bus gut schlafen. Morgen früh geht's nach Mailand. Ich freue mich mega. Dann geht's mit dem Bus weiter nach Verona und dann geht's mit dem Zug weiter nach Rovereto. Und das in der Nähe vom Gardasee. Und da werden wir abgeholt. Von Stefan Hine. Großartiger Dude. Ich kenne ihn schon seit über 2 Jahren und habe ihn bisher immer noch nicht getroffen. Und das wird sich jetzt ändern. Wir interviewen ihn für die Awesome People Conference. Verbringen 2 halbe geile Tage mit ihm am Gardasee. Und ja, ich freue mich mega mäßig. Ich werde jetzt noch schnell was einpacken. Was natürlich nicht fehlen darf, ist genau dieses Goldstück. Also schaltet auf jeden Fall morgen ein. Es gibt Drohnenaufnahmen aus Italien. Ich freue mich mega. Danke, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Der Anstrengung hätte ich jetzt fast vergessen, die Frage des Tages zu stellen. Das können wir natürlich nicht machen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir heute Nick Martin zu Gast hatten und er einfach so ein krasser Weltreisender ist und ich auch so ein paar Spots habe, wo ich sage, da will ich unbedingt noch hin. Ich habe noch längst nicht alles von dieser Welt gesehen, was ich gerne sehen will. Auch wenn ich gerade mega Bock auf Berlin habe und hier zu Hause sein will, will ich natürlich trotzdem weiter entdecken und weiter exploren. Schreibt mir mal einen Kommentar rein, wo wollt ihr unbedingt mal hin? Was steht ganz weit oben auf eurem Zettel? Ich bin gespannt. Kann ich mir vielleicht noch die andere ein oder andere Inspiration holen? Wir sehen uns morgen. Countdown zur Awesome People Conference läuft. Nächste Woche Samstag ist es soweit. Nicht mal mehr 2 Wochen. 12 Tage? 11 Tage? Jetzt ist direkt der Akku leer gegangen. Wir sehen uns morgen. Tschüss, ihr Lieben. I've got a thing, I've got a say.